Schönen Tag Battle Rap Freunde und willkommen zum 16 Awards Video. Endlich mal, auch momentan das 8. läuft, aber ich meine, wenigstens kommt es. Halleluja, tut mir leid für die krasse Verspätung. Aber wenigstens kommt es und ich habe mir wieder ziemlich lange Gedanken gemacht, weil es ist immer sehr schwer bei einem Awards Video die besten 3 bzw. die besten aus der jeweiligen Kategorien rauszufischen. Wer die Kategorien nochmal sehen möchte, der schaut sich das sein 30. Awards Video, da habe ich das mal alles erklärt. Dieses Mal habe ich das alles alleine quasi ausgesucht und ich habe mir wirklich sehr schwer getan. Deswegen möchte ich euch wieder einladen, eure Award-Gewinner bzw. eure Begründungen zu den jeweiligen Awards in die Kommentare zu schreiben. Und ja, wenn ihr vielleicht einmal nicht meiner Meinung seid, dann könnt ihr auch gerne schreiben, wieso und wie ihr gewotet hättet. Lel. Ja. Das heißt, machen dann keine große Umschweife, wir fangen dann gleich an und viel Spaß mit dem Video. Und am Ende des Videos kommen dann noch einige Informationen. Yeah! Hey Leute, kennt ihr Magenta? Diesen Schlaganfall-Rapper? Das ist der Statusbericht deines verkorksten Lebens. Neues Jahr und endlich darfst du dem Tod begegnen. Du nimmst dir einen Strick und schaffst, worin deine Hooks noch Schwäche zeigen. Und kannst dich auf diesem Wege abheben und hängen bleiben. In den harten Battle-Runden wird dich niemals mehr erkennen. Denn du warst schon immer schwul wie der britische Akzent. Ich habe eine Mission und bleibe zielstrebig, Queen's Guards. Kicke dich raus, Wayne Rooney, FIFA. Och Milad, schon wieder mit einer Null gepaart. Ich seh im 10B mehr Nieten als im Bundestag. Vergassen Wack MCs und du bleibst nicht ungestraft. Wenn uns einer fickt, dann maximal der Lungenarzt. Oh, zwei Idioten, die wirklich hier weiterkamen. Ach nee, nur der eine. Und der wird jetzt so breit schlagen. Not, was das jetzt dabei? Du Trottel gehst Jota. Meinst du mit, findest du weit die Fotze deiner Gib einen Kick an deine männliche Transe und schick sie zum Roten Kreuz, Dicker. Englische Flagge und ich spende nicht fürs Tieram, doch sie kriegt von mir ne Samenspende. Um euch zu triggern, sag ich einfach, dass ich Kassenfresse sehe. Runde 2 und dir kommen die Besten in die Quere. Das Reese raus ist war Ergebnis einer Spendengeldaffäre. Unser Rap ist so sick, du kriegst AIDS bei den Zeilen. Wenn du sagst, ich bin aktiv, ist das Fake News verbreiten, Fotze. Meine letzten beiden Gegner waren ernstzunehmender als dieser Typ mit seinem scheiß Sprachfehler. Ja, komm mal AZSS, du wirst mit diesem Fluss zerfetzt. Ja. Erste Runde keine Gegner, jetzt der Zwiebelsohn in Fett. Der Verständnis von Humor fängt bei dem Leben eines dummen Namens an und hört beim Picken von einem Weebeat auf. Was soll die Arroganz? Sie text sich ne Flasche, aber du rappst nicht lange. Doch Videos machst du länger und sie ständig kacke. Du Sport bist du scheiße leicht, ich tue das aus Zeitvertreib. Wer will dich denn petten, wenn Burak hat nicht eingereicht? Oh, jetzt ist dein Weg zu Ende, du machst auf Asiate wegen deiner Penislänge. Weil er den ganzen Tag im dunklen Zimmer vor Hot Pool zieht, der auch ohne Nagasaki aus wie ein Fallout. Gut. Ist schon witzig zu sehen, wie du dich präsentierst. Du machst auf arroganterweise dabei sehe ich nichts Gutes bei dir. Fort, ich glaub, du bist ein Soziopath. Pass besser auf, dass ich nicht Shane Dawson Style einfach über dich ne Doku mach. Wir sind hier nicht auf deinem Bazar, das kannst du mir glauben. Was schreist du denn so rum? Ich will deine Mangos nicht kaufen. Oh. We'll be right back.
Job, wir sind jetzt da. Das ist ja einfach wunderbar. Ich bin schwul und ich bin dick. Und Knurzwanz bricht durch das Genick. Depressive Ader, positives Leben. Wenn ich jetzt was hab, der ist kein kognitives Wesen. Da man dich schon bei einer Palien, die dich stören hört, aber bist du nur das personifizierte First World Problem. Depressive Ader, musizieren und dann von Requiem geschlagen. Suizidschluss sagt, wenn du wirklich leben willst, entledig dich der Depression und werd doch einfach lebensfroh. Oh, look at that whack enemy. Let me flow, let me rap that melody. You don't have any flow, so I'm taking your hoe. But you can be bro, so don't lose all your hoe. Oh, look at that whack enemy. Let me flow, let me rap that melody. Turn that mic off and stop that agony, or I'll shoot you like John F. Kennedy. Wie Pascal das Beste in deiner letzten Runde war das Video von dem besten Kumpel. Jeder wird Rapper, nur ein Klick mit der Maus. Du weißt nie und arbeitest dich nicht heraus. Dealer, der Gärtner, Dealer. Jeder weiß, dass ich besser bin. Der Sieg ist geklärt, Mann. Ja. Du siehst aus wie eine Rapperin. Ich brauch ne Sackkarre wie Bauarbeiter und schieß mit Knarren auf euch Fotzen aus nem grauen Maybach. Ihr klingt zu zweit wie eine Frau am Mic, doch das hilft euch hier auch nicht weiter. Ihr seid zwei Außenseiter. Der Hentai-Clips muss auf Pixel wichsen. Nach dem Sex mit deiner Bitch heißt es Bildschirmwischen. Du erwisch mich und deine Mom bei einer Japan-Massage und hängst dich an der Laterne so wie Wahlkampfplakate. Von Hamburg bis Kiel weiß man, deine Kommentare sind zum Kotzen. Psycho ist ne Fotze. Psycho ist ne Fotze. Ich klau dir dein Keyboard. Du hast keinerlei Chance. Psycho ist ein Fotze. Psycho die Fotze. Eingeschlafen. Als ich mir deinen Rotz gab, da bin ich eingeschlafen. Noch nie hab ich so gut geschlafen. Wärst du an Mike noch einen Zentimeter näher werdest. ASMR, wobei das inhaltlich noch mehr bietet. Ich bin das Way, wir schicken euch Keks, der bitte nicht. Dein Name sieht aus wie der Titel einer Märchengeschichte. Du so high, er so bam, ich so halt die Fresse auf mit Rappen und bleib hinter der Gang. Wir offenbaren unsere perfiden Pläne. Wir klauen ihre Zahnpasta und sie verlieren Zähne, weil sie sich ihre Zähne nicht mehr putzen können. Ich bin schön. Du hast einen Freund, ja? Erzählst von deinem Glück, ja? Ey, dann wirst du halt geblockt, weil keiner diese Scheiße drückt. Wir haben sie sich getroffen, hat der Fette gestanden, gefunden auf Tinder, Suche nach Recken und Kanten. Ja, Props. Ihr wünscht euch meinen Sieg, ihr werdet ausgemerzt wie Februar. Eure Mutter ist ein Leguan. Verlierst dir Glasler und wenn nicht Brust und Wunder. Doch du wirst nicht Südkorea, nur weil du nen kleinen Schwanz hast. Lustig wie der Maul aufreißt. Nee, der Nussknack MC, der braucht kein Feedback. Der war mal in der VA2. Du willst rappen, aber Karl ist einfach besser. Dein Rap ist ein Horrorfilm, da hilft Hannibal keine Lecture, get it? Ich hau deine Fresse dann beim Picknick hinein, bis deine Nase aussieht, als wärst du wirklich ein Schwein. Beim Motto denkst du dir, wie kann ich witziger sein? Hä? Wirst du jetzt zu Big Nigga Brian? Passend ist das Zugpferd, Raucher rappt ziemlich schwach. Das ist eine Teamkonstellation nach Anna Poyas Geschmack. Es ist klar, dass du heute fliegst, denn in deiner Quali hast du als du Front servierst immer für One gespielt. Ja, es ist schon the beat, bei was Ted zu nehmen und was keine Rolle spielt, wenn man keine Rolle spielt. Cool, du gönnst dir Hentai-Clips, musst auf Pixel wichsen. Nach dem Sex mit deiner Bitch heißt es Bildschirmwischen. Du hast deine Bibel, ich hab paar Textzeilen gesehen von der scheinheiligen Dreifaltigkeit, Wack, Scheiße und Flame da. Haben zwei arme Jungs im CMB eine Chance erkannt, doch sind zur Niederlage leider schon verdammt durchs Vaterland. Yeah, was dein Image ohne Sinn ist, du einsamer Nihilist, da der einzig gute Depressive weiterhin Milat ist. Als die süßen Engel so schlecht, bis jetzt depressiv am Mike. Seh die Buchstaben, da hast du deine völligen Reasons why. Hey Fellow, fickt Frösche fürs Freizeitvergnügen. Ey, wir werden den Sieg gegen euch ganz einfach eintüten. Ja, baller den Shit aus dem Weh, du bist für mich ein bisschen zu weak. Keiner da, der mich toppt. Ja, ich fick das Turnier. Dein Motto, jede Runde lautet Frist oder still. Ey. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich headbange grad dazu. Ich kette auf Narus Rücken und spiele Hula Hoop. Dann hol ich meinen Penis raus und sag dazu, wie klein er ist. Dann seh ich Kevins Penis und sag stattdessen, wie groß er ist. Auf Amazon bestellst du dir paar Sex-Spielzeuge, Dildos und Stuff. Du brauchst den Dreck nicht leugnen, doch immerhin beweist du
Leute, du hast gar keine Klasse. Und in diesem Land entspricht das sicher nicht der reinen Rasse. Verantwortungslosen Wichtel, Mann, das ist echt voll uncool, ey. Rauchen ist blöd für die Umwelt, Mann, ey. Ich mag deine Mutter und Ruth. Sulfies von Matt, denn er kriegt so passiv. Weil sie uns einfach lieben, ist der Shit so beliebt. Du bist gefickt, kein Gerede, keine Diplomatie. Deine Mutter stinkt nach Fisch wie eine Iglu-Fabrik. Forze oder Forze, ist mir ganz egal. Doch dein Text wird nicht grad besser, wenn du Percy sie nachahmst. Du machst auf abgehoben, wärst gern arrogant. Doch du bist ein Schmusekater, Mann, das liegt doch auf der Hand. Das ist ein schönes Brötchen, bitte wieder Liste TNM. Und wissen runter als von jemandem gefühlt. Ja, das ist wirklich meine Bitte, wo soll da denn mein Humor bleiben? Hm? Oh mein Gott. Leute, rennt ab auf die Vorspeise! Ich dachte, diese Runde kommt endlich ein gutes Motto dran. Doch wie soll ich kontern, wenn mein Gegner nicht einmal fronten kann? Ah. Wieso bist du denn weiter? Ich sah dein 32. und dach mir beide raus. Tigger, du willst mal Punkte, doch im Battle kannst du keine haben. Denn du greifst nach Punkten, doch verbrennst dich nur an deiner Flamme. Ey, du bist ein mieser Gegner, ja Mann, das sieht doch jeder. Tigger, meine Fresse, du bist der Mensch geworden, wie verdreht. Too many fat cats walking around the world. And if I say there's some pussy, I'm not talking about the girl. It's the famous, fat, fabulous, fantastic. A motherfucking Woods and you. Skill is my tactic, I can. Ja, Props, da freut sich jemand auf den Arsch, fickt doch im AZSS, geht ohne Scheiße für dich gar nicht. Hier ist dein letzter Halt aus und vorbei, halt im Zentrum und der Raucherpartei. Gesegnest du das Zeitliche wie Triple X und Mac Miller, nur dass sich danach keiner mehr an dich erinnert. Dein letzter Gegner ist Geschichte, ist doch für ihn geil, du hingegen gerätst nach dem Battle in Vergessenheit. Aber jetzt mal real, wie will er den Sieg holen, der Bastard? Ist kein Asiate, nur weil er mal Tierhoden genascht hat. Das ist für dich wie Blitzkrieg. Und es bleibt ein Rohschmilz. Du wirst jetzt deportiert, wir stecken dich nach. Raucherpartei, es ist aus und vorbei. Geh bitte aus unserem Reich, du fliegst raus und zwar gleich. Was für Werbegeschenke, ihr kriegt Lungenschaden. Ist doch klar, dass wir was gegen diesen Sulfi haben. Raucherpartei, es ist aus und vorbei. Geh bitte aus unserem Reich, du fliegst raus und zwar gleich. Wie steht mit dem Namen für Rassismus gegen Wackensies? Während du die hältest, gibt Ficken dir auf Bretterbeats. Zukunft zu sichern. Dankeschön.